Nächste Rednerin, Marianne Gusenbauer-Jäger, SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus. Ich darf einen Punkt hervorheben, der mir besonders wichtig ist, Herr Zakostelski. Auch Sie haben einige hervorgehoben, und zwar der Bildungskompass, das Pilotprojekt, das in Oberösterreich eingeführt werden soll. Mit dem Bildungskompass setzen wir ein deutliches Zeichen dafür, dass der Kindergarten bereits die erste Bildungseinrichtung ist und eine wertvolle Institution somit. Es ist mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Bildungskompass im Rahmen der Bildungsreform umgesetzt wird, deren Kernelemente bereits von der damaligen Unterrichtsministerin Heine Schossek initiiert wurden. In Oberösterreich wird das Pilotprojekt realisiert, aus dem die Erkenntnisse dann auf das ganze Bundesland ausgerollt werden sollen. Die Aufgaben dazu teilen sich das Charlotte-Bühler-Institut, das Land Oberösterreich und auch die Elementarpädagoginnen natürlich. Was bringt der Bildungskompass mit sich? Für alle Kinder ab 3,5 Jahren wird ein individueller Bildungskompass durch die Kindergartenpädagoginnen erstellt. Das Lernen erfolgt hier nicht schulartig, es soll spielerisch, erlebnisorientiert, individuell und in keine besondere Zeitstruktur eingebunden sein. Darin enthalten sind auch Sprach- und Entwicklungsscreenings. Dadurch soll frühzeitig erkannt werden, welches Kind in welchem Bereich Förderung braucht und besonders wichtig, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, wo die Talente des Kindes sind. So nach dem Motto Stärken, Stärken. Selbstverständlich sind auch die Eltern in diesen Prozess sehr intensiv eingebunden. Und in weiterer Folge soll durch den Kompass der Einstieg in die Volksschule besser gelingen. Es soll auch ausgedehnt werden, natürlich bis zum 14. Lebensjahr, wo man dann immer noch die Aufzeichnungen aus Kindergarten verfolgen kann. Also bis zum Ende der Pflichtschulzeit. Und ich bin überzeugt, dass auch hier einige Aspekte der Integration bestens umgesetzt werden können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.